And already welcome back. I even found out why the audio cuts out. A program was looking for an update and wanted to show me that update, and that made the program tap out. So that's why it supposedly tapped it out. It didn't manage it to tap the program out, but yeah, it was an Apple exe-ing for some shitty updates you don't even need, and yeah. But not of my technical difficulties, it's about Goal and about him and how fucked up everything seems to be. Das ist nicht ihr Party. Du, Goal? Hau ab! Kapier endlich! Es ist zu spät für uns. Hä? Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffel? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Portale. Goal, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Aua! Hey da, wo ist das Timepod? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Put on my super glasses. Aha, ich sehe Potenzial. There, 2 portals. Das ist nicht ihr Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mo, das macht ihr 2 Turteltauben, mal besser unter euch aus. Ich muss ihn im Auge behalten. Nicht, dass Goal ihn gleich auch noch heiratet. Oh, come on! You're William Morwan, Rufus. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Och nö! Wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Okay, so I can't go up there. Let's shoot one in here. Das ist zu weit weg. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Oh, okay. So I have to use it on this portal. Come on. Little bit faster, please. And hier geht es weiter, aber ich gehe nicht ohne Goal. Wer weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. And here we go. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst.
Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? No, you don't. Och, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Was schwieriger an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Na, echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus. You missed her again. The time is going... Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal. Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Probleme? Goal will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Seriously? Is he really all up to himself? Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder. Ist ja auch früher. What can I do here? Finding more portals. Aha, ich sehe Potenzial. There are no portals. Oh, there's a portal. Okay, open it up. Hey! Was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelogs her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Genau. Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. I don't think this will help a lot. I highly doubt it will help. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey! Was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut. Ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin. What is she about to do? Oh, I'm so curious what will happen. I have to do what? Goal! Jetzt! Was zum... Oh. He's hypnotized as well! Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch! Okay, jetzt! Nein! Stopp! Oh. Ha, jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl.
Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hierbleiben? Aber Gold, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Gold? Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Gold! Oh oh. Ronny! Bist du etwa für die ganzen Fuelogs verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Morgen dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuelog losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen! Ronny! Du musst damit aufhören. Die Fuelogs sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahn. Pah, die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Oh Gott, this is Flowey all over again! This is... I first wanted to not let it onto me, but this is an obvious Undertale reference. Or is it? This feels so much like Undertale, cause you can save and restart at the point before you died, and you can start the game over and over again, and then you can go through all this again in the nice way, in the bad way, in the middle way, and this is something really similar. You can just restart everything, and that's because of the time spin. And my first thought was, this is Flowey the Flower. Or it resembles it in some confusing, twisted way. Oh god, is this a reference to Flowey the Flower? No, this can't be. The game was released way too soon to implement this as a reference to Undertale. Undertale isn't that old, so it... Technically, it can't be a reference to Undertale. They just happened to think of a flower as the arch enemy of this. So... I can't be that off with it, can I? Oh, I'm totally off with it, and this is just a huge coincidence. I don't know what to think, honestly. I think we're just getting on with this. Ist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Hm? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur sinnlos. Papalapups. Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. You don't wear a hat. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuelogs herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuelogs zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden.
So, I have to remove his tinfoil hat so that his protocols go back after the time loop resets itself again. Damit ist jetzt Schluss, Ronny. Wir gehen nach Kuvak und durchbrechen die Schleife. Ah, ihr Schlingel, das könnt ihr nicht. Was wäre denn das für ein Ende? Alles voller Fiolox, alle tot, Elysium verwüstet. Nein, so werdet ihr es nicht enden lassen. Aber versucht es trotzdem gerne. Darum geht es ja bei Ronnys lustiger Fiolokatz. Och, kommt schon, schaut nicht so traurig. Spielt mit, solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel, du hast recht. Warte, das muss ich sofort korrigieren. So ist es besser. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui! Oh! Sorry. Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange. Dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen. Macht Spaß. Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch. War ja klar. 50 Jahre Hats Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein trauriger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Oh, has been voted best cover for your melon. Fruit hats are all in second place. Sombreros hold third place. Tinfoil hats have still managed to win a good fourth place. The final place in the top 5 goes to the traffic cones. It's not really... Okay. Let's go from bottom to top. Als letztes in der Top 5 sind doch tatsächlich noch Warnhütchen vertreten. Eine hervorragende Wahl. Ich glaube, ich habe noch eines an der Kartbahn gesehen. Super! So singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen. Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Oh, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? I think I just take it to the tinfoil hat. That's the one I obviously need to remember all this. So when the time reset engages again, I remember that I was the one who created the Fiolox, so I can prevent the Fiolox to be created all over again. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten vierten Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so einen nur her? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Moment! Was ist denn jetzt los? Das war doch ein Trick! Der Hut überlebt mein Avatar! Fiolox! Das ist unsere Chance. Yeah, take the head. No, don't take... Da stoßen wohl selbst meine geheimen Ninja-Kräfte an ihre Grenzen. You don't have secret ninja powers.
Wie schafft sie es nur immer wieder, uns in solche Situationen hineinzureiten? You are not serious. Na los, nichts wie weg hier. Okay, how? What am I supposed to do? Aha, ich sehe Potenzial. Ah, here we go. Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Can I go there? How? Goal, jetzt! What? Aha, ich sehe Potenzial. Okay, the next one. Loks versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Kommt sofort. Yep, there is another thing in here. Ich probier mal was. Bin sofort zurück. Ufus. Ufus? Ufus. Aua, aua. Immer wieder aua. Oh je, Goal. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genauso. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst, oder? Ja, bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Okay, Nichts Neues zu erkennen. Oh, I just saw something. Here. The crossbow doesn't have the thing anymore, so I need to open this up. I need to open this. Na, ob das noch funktioniert? Aha. I need to open this. There is the thing. We need to load our arrows. Because we won out of the juice. Our time traveling juice. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Yes, I'm so smart. Okay, so now. Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft. Oder wie das hier heißt. Oh, endlich mal was Nützliches. Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät, die Laufbahn des Zeitbanditen einzuschlagen. Okay. I can't believe how much is happening. It's in such a hurry. In such a short amount of time. Oh God, the hiccups. I'm getting excited and I'm getting hiccups by being excited. I didn't know. Geschafft. Ja, und jetzt? There's a portal. Zumindest haben wir das viel... Ja, wir haben sie... Keine Sorge, ich bringe... Beeil dich, dieser Ort macht... Okay, so, if we do this, we get back to the desert. Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Okay, let's go. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Oh. Wow. So viele Buntpflanzen. It's because of the water. Das sind Blumen.
Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Wait, what? Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Danke. Tausendmal danke. Okay, I'm not sure if I should go on. I have two different views on this. I think I save here and see how many minutes I can get into cram up into this. Let's go through the portal. And this helps us how? So we get back to Elysium. Oh, okay. Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder. Ist ja auch früher. Okay, so let's see. Can I see any potential? Nichts Neues zu erkennen. So what to do now? Here is obviously nothing. If we go in here... Ooh! What? Okay. Aha, ich sehe Potenzial. There we go. Okay. Why is there suddenly this? Du Rufus. Huh? Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Oh, that's so sweet. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? I thought ladies first. Hey, ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion. Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen. Ich bitte wohl. Wir wohnen schon ewig hier und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen. Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit! Das bedeutet Krieg! Uff, da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Rita und Rocco. Schau mal, Goal. Es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuloks wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann... Viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Du hast recht, beeilen wir uns. Oh Gott. Bringt euch in Sicherheit! Das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Wait, can I... Oh. You're not serious right now with me. Okay! I'm gonna leave this episode here. This was a ton of fun in this episode, and so much was happening there, but I have to end it here.
I hope you enjoyed it as much as I did, and I will hopefully see you in the next episode. Stay tuned!